Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe jetzt wirklich schon länger nicht mehr gebloggt, aber mein Freund und ich fahren über das Osterwochenende jetzt in die Schweiz. Wir wollten einfach das lange Wochenende nutzen, um so einen kleinen Kurzurlaub zu machen. Und ich dachte mir, da könnte ich eigentlich mal wieder vloggen, weil wir da mit Sicherheit ein paar coole Sachen machen werden. Und ich muss jetzt auch gleich schon los zum Flughafen und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Tage und ich werde einfach mal ein bisschen was filmen. In unserem Hotel angekommen und für heute haben wir eigentlich nicht mehr viel geplant, weil es ist jetzt auch schon 17 Uhr. Das Wetter draußen ist echt so warm. Wir haben damit gar nicht gerechnet, denn wir machen morgen eine Tour auf den Mont Blanc und da ist es ja super kalt. Und ich habe mir zwar den Wetterbericht vorher angeguckt, aber ich dachte mir so 19 Grad, das wird schon nicht so heiß sein. Also hier ist es wirklich gefühlt wie 25 Grad und ich habe eigentlich keine richtigen Sommersachen mitgenommen. Aber naja, das wird schon irgendwie. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz unser kleines Hotelzimmer und dann geht's auch schon los. Also, wir fangen hier mal direkt an. Und zwar haben wir hier das Badezimmer. Das ist eigentlich echt cool. Eine große Dusche, also relativ klein und kompakt. Und hier ist unser Bett. Es ist jetzt nicht mehr aufgeräumt. Wir haben einfach erstmal alles abgelegt. Und was richtig cool ist, wir haben hier vorne auch noch so eine kleine Küchenecke. Und zwar haben wir da eine Mikrowelle. Und hier kann man noch so sich Tassen nehmen. Und ja, wir können uns hier auch Leitungswasser nehmen. Und wir haben sogar einen Kühlschrank. Also mal gucken, vielleicht gehen wir danach noch einkaufen und holen uns ein paar Kleinigkeiten. Aber das war es jetzt auch schon. Wir gehen jetzt erstmal los und wir sehen uns dann später wieder. Heute ist schon der zweite Tag und wir sind ganz früh aufgestanden, weil wir jetzt diese Mont Blanc Tour mitmachen. Ich habe mich richtig warm angezogen, denn es sollen da oben minus 17 Grad sein und es ist total komisch, weil das hier unten natürlich viel wärmer ist. Eigentlich will man sich dann gar nicht so dick einpacken. Aber wir müssen jetzt erstmal 2 Stunden mit dem Bus fahren und ich werde einfach zwischendurch ein bisschen was filmen. Ich hoffe, das Wetter wird auch gut genug sein, denn es ist leider Regen angesagt und ich weiß auch gar nicht, ob wir dann ganz nach oben fahren können. Aber ich nehme euch jetzt erstmal mit. Jetzt auf dem Mont Blanc. Wir waren gerade schon ganz oben, aber jetzt sind wir wieder runtergekommen, weil es leider ein bisschen bewölkt ist. Aber wir haben richtig coole Bilder gemacht und hier die Aussicht ist auch richtig cool. Ich muss euch das mal zeigen. Es ist super schön. Und da sind wir gerade auch bis ganz nach oben gefahren. Da oben waren wir. Richtig cool.
Aber hier ist es auch echt schön. Wir machen jetzt hier noch ein paar Bilder und ich denke, dann werden wir gleich auch wieder runterfahren. Heute ist schon der dritte Tag und gestern waren wir auf dem Mont Blanc. Das war richtig cool, vor allen Dingen hat man einen richtig schönen Ausblick und wir haben richtig tolle Fotos gemacht. Aber es waren, glaube ich, so minus 15 Grad da oben und dann unten im Dorf waren es dann wieder so 11 Grad. Also das war schon ein Temperaturunterschied. Und wir sind dann ja mit der Seilbahn da hochgefahren und das war wirklich gar nicht so einfach, weil ich habe schon so ein bisschen Höhenangst und ich war ehrlich gesagt auch nicht darauf vorbereitet, weil man wird da wirklich mit ganz vielen Menschen in diese Gondel da reingequetscht. Also es ist nicht so, dass man da sitzt oder so, sondern man ist da wirklich reingequetscht. Und der Weg hoch war schon richtig schlimm für mich, immer wenn es so gewackelt hat und man ist da ja wirklich richtig, richtig hoch. Ich konnte da gar nicht runter gucken, aber der Rückweg war echt noch schlimmer. Also das war irgendwie so, dass es immer so schräg ging und dann wieder richtig tief runter. Und wenn es so richtig tief geht, dann ist es wie in so eine Achterbahn so runtergeschossen. Oh, und das erste Mal, da war man natürlich, man wusste nicht, dass das passieren wird. Alle in dieser Gondel haben geschrien und ich dachte echt für 2 Sekunden, okay, jetzt ist mein Leben vorbei, das war's. Weil man das halt nicht gedacht hat, weil auf dem Weg hoch ist es halt nicht so schnell gegangen. Naja, okay, das war dann echt so der Mega-Schock für mich. Danach war es eh schon so, oh Gott, ich will einfach nur noch runter. Und dann, ich glaube, als es das zweite Mal passiert ist, hat mein Freund das auch gefilmt. Ich kann euch mal diesen Clip einblenden. Da war das dann nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal, weil die Leute wussten das dann schon. Und das war eher so, wie in so einer Achterbahn halt. Aber ja, das war echt irgendwie eine Überwindung für mich. Aber es hat sich natürlich gelohnt für den Ausblick. Ich bin froh, dass ich meine Angst dann überwunden habe. Und die Fahrt war, glaube ich, auch nur 20 Minuten oder so. Das ging dann. Aber ja, das war schon echt so ein Schock. Gerade wenn man dann echt so da ganz in die Tiefe schaut und es wackelt nur. Und ach nee. Naja, heute wollen wir, glaube ich, auch nochmal auf einen Berg. Ich glaube, das ist auch wieder in Frankreich. Die Grenze zu Frankreich ist, glaube ich, nur 10 Minuten von hier entfernt. Und ich meine, der Berg heißt Mont-Saint-Levant oder so. Ich habe es jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Ich werde euch am besten mal ein paar Links und Namen in die Infobox schreiben, falls euch das auch interessiert. Ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, sowas muss man mal gemacht haben. Das sieht man echt nicht jeden Tag, sowas. Und ja, wir machen uns jetzt fertig und gehen dann, denke ich, gleich mal los.